Grüßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video wird es einmal um die wunderschönen Pigment Sheets von Brush It gehen. Ihr kennt ja schon die Chrom-Effekt-Pigmente, die es bei Brush It neu im Shop gibt. Und wer sie noch nicht kennt, dem verlinke ich hier oben in dem kleinen i einmal das Video. Und ich zeige euch jetzt die Pigment Sheets einmal in der Übersicht und dann starten wir mit 3 kleinen Designs. Für mein erstes Design benutze ich einmal das Non-Sticky Black mit der Nummer R0080. Anschließend härte ich den Tipp einmal für ca. 75 Sekunden in der UV-LED-Lampe an und im Anschluss nehme ich mir dann den Pigment Sheet Nummer 1 zur Hand und drücke diesen einmal gründlich auf dem Tipp fest. Ich nehme mir jetzt das Chrom-Effekt-Pigment zur Hand und einen Silikonpinsel und fange an, das Pigment gründlich auf dem Nagel, beispielsweise Tipp einzuarbeiten. Umso mehr ihr jetzt das Ganze aufpoliert, umso schöner wird am Ende auch der Chrom-Effekt. Das überschüssige Material entferne ich jetzt mit einem ganz feinen Staubbürstchen, damit ihr dann keine Reste auf dem schwarzen Untergrund habt. Und anschließend entferne ich dann einfach nur noch die Schablone. Hier könnt ihr jetzt einmal das Ergebnis sehen. Jetzt geht es nur noch an das Versiegeln. Dazu benutze ich den High Gloss. Das ist einer meiner absoluten Favoriten, wenn es um Verarbeitung von Pigmenten geht oder um Stamping, denn er verursacht keine Löcher und deswegen ist das eine absolute Kaufempfehlung von mir. So sieht jetzt einmal das kleine Design aus und wir fangen jetzt auch schon an mit Design Nummer 2. Den Tipp habe ich jetzt schon vorbereitet, wie am Anfang des Videos, und ich nehme mir jetzt nach dem Aushärten das Pigment Sheet Nummer 4 zur Hand und 2 verschiedene Chrom-Effekt-Pigmente und die arbeite ich mir jetzt so stellenweise einmal gründlich ein. Hier könnt ihr jetzt einmal diesen wunderschönen Effekt sehen. Leider kommt in der Kamera dieses Spiel von den 2 Pigmenten nicht so gut zur Geltung und ich versuche das Ganze jetzt noch für euch einmal einzufangen. Das Prinzip ist das gleiche wie beim ersten Design, nur habe ich hier 2 verschiedene Pigmente verarbeitet. Für mein drittes und letztes Design trage ich nun als erstes ein Fullcover auf und anschließend geht das Ganze zum kompletten Aushärten in die Lampe. Im Anschluss cleane ich den Tipp einmal. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einmal matt versiegeln und dann klebe ich mir einmal den Sheet Nummer 2. Achtet dabei wieder darauf, dass es richtig gründlich festgeklebt ist und keine Lücken zwischen dem Sheet und den Tipp entstehen. Und dann nehme ich mir einmal den Supreme Finish zur Hand. Das ist ein Versiegler ohne Inhibitionsschicht und den lasse ich für ca. 75 Sekunden in der UV-LED-Lampe aushärten. Nach dem Aushärten des Versiegelungsgel nehme ich mir nun wieder ein Chrom-Effekt-Pigment zur Hand und massiere nun wieder einmal gründlich das Pigment ein. Im Anschluss geht es nun wieder einmal an das Versiegeln und das komplette Aushärten des Tipps. Nach dem Aushärten der Versiegelung geht es einmal an das Schnörkelzeichnen. Hierzu benutze ich meinen Lieblings-French White von Brush It. Das ist hier einmal das Friendship White. Ich werde euch das Produkt allerdings unten in der Infobox verlinken, denn es hat ein neues Design und fast neuen Namen.
Und so könnt ihr das viel, viel einfacher finden, wenn ihr euch das Produkt einmal bestellen möchtet. Ich arbeite jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Friendship White und es ist ein absoluter Liebling von mir, denn ihr könnt in aller Ruhe die Schnörkel zeichnen, natürlich auch on top, ohne dass euch das Ganze verläuft und es macht super viel Spaß, damit zu arbeiten. Hier könnt ihr jetzt einmal die Schnörkel sehen. Ich habe versucht, den Übergang vom Metallic Farbgel zum Chrome Effekt Pigment ein wenig zu kaschieren. Und jetzt zaubere ich noch einen kleinen Schokoeffekt. Dazu nehme ich ein feines Glitzer zur Hand und streue das Ganze in das feuchte Gel. Und nach dem Aushärten sieht das Ganze dann einmal so aus. Mir gefällt der Schokoeffekt wirklich sehr, sehr gut. Ich arbeite damit sehr gerne, gerade auch im Winter und zur Weihnachtszeit. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat mein kleines Video wieder gefallen. Sage wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und tschüss, bis zum nächsten Mal.